Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Wir sind gerade am Erforschen und haben diesen riesigen Berg hier gefunden. Eigentlich auf der Suche so ein bisschen nach den Kühen, weil wir Leder brauchen, wir brauchen Fleisch, wir brauchen Milch. Und ja, was habe ich gefunden? Bärsch. Riesengroßen Bärsch. Aber naja, kann man jetzt auch nichts ändern. Dann nehmen wir halt den Bärsch. Schau mal, vielleicht finden wir ja auch was Interessantes. Irgendwas würde es ja hier sicherlich auch geben. Vielleicht gibt es Eisbären. Also wir sind schon über den Wolken. Über den Wolken wird die Freiheit wo grenzenlos sein. Heiliger Bimban. Warte mal, ist das da vorne? Ich glaube, ich habe das gefunden, was wir gesucht haben. Eine Highland Cow. Highland Bulle und eine Highland Cow. Oh, mehrere! Wir müssen jetzt herausfinden, wie wir die runterkriegen vom Berg. Wir brauchen... Oh, warte mal, da sind noch Diamanten. Die nehmen wir noch mit. Auch wenn wir... Aber wir wissen ja, wo sie sind. Das ist ja schon mal ein positiver Aspekt, dass wir wissen, wo sie sind. Aber Diamanten kann man für eine Rüstung gebrauchen oder sowas. Und wenn wir die für die Diamanten-Rüstung haben, das ist ja schon mal ein Vorteil. Auf jeden Fall, hier sollten wir nachher nicht mit den Kühen runtergehen. Wir müssen nur schon... Wir brauchen so einen Weizen oder sowas, was sie halt gerne fressen. Was fressen denn Highland Cows, bitteschön? Was ist das? Frosty Garden. Aber hier haben wir doch was Interessantes. Ein Hafer. Mögt ihr Hafer? Jo! Sie mögen Hafer. Du auch, Hafer. Komm, ich hab Hafer, komm. Folgen aber nicht mehr alle. Lustig. Also die sind noch ein bisschen... Bulle. Also entweder ich nehme beide Kühe mit. Und tue mir den Bullen später, aber dann hätte ich schon mal Milch. Komm schon, hey. Komm! Du willst mich doch verarschen. Ja. Mö. Kommt jetzt. Beide. Hallo. Komm jetzt. Nicht runterfallen. Kommt, seid fein. Ja, so ist fein. Wenn ich auch nur eine am Anfang mit habe, jetzt. Ich bin jetzt mittlerweile optimistisch. Eine Kuh würde mir jetzt schon Milch bringen. Mit Milch könnte ich Käse machen. Käsebrötchen, Butter. Die Möglichkeiten, die sich dann ergeben. Komm her. Jetzt komm her. Ich habe hier feines, leckeres Zeug. Komm. Also die Viecher sind schon... Komm jetzt. Jetzt komm. Was verachtest denn du? Folg mir, komm. Wir müssen hier runter, komm. Wir müssen hier runter, komm. Dann gibt's lecker Essen für dich. Und Freunde, deine Kollegen hole ich dir dann auch noch, komm. Jetzt komm, du blöde Kuh. Alter, es wird dunkel, ich muss langsam nach Hause. Alter, die Viecher sind strohdumm.
Beweg dich. Alter, ich suche mir jetzt was anderes an. Ich muss nach Hause. Die Nacht will ich nicht nochmal erleben. Vor allem, ich habe fast kein Essen mehr. Aber wir haben schon mal Kühe gefunden. Erster Ansatzpunkt richtig. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wie wir die fangen. Ist das eine Tomate? Was ist das? Süßkartoffel. Was bist du? Champion. Auch nicht schlecht. Ich muss aus diesem Wald wieder raus. Hier muss ich mit den Kühen durch. Ach du heilige Scheiße. Gibt's nicht sowas wie ein Fangnetz oder sowas? Ja, guter Hund. Weißt du, mit dem du ganz easy und einfach eigentlich nur so catchen wie bei Pokémon musst und dann hast es. Sowas wäre super. Hi Hühnchen. Na, wie geht's euch? Oh, schon alle ausgewachsen. Nee, doch nicht alles gewachsen. Ich bin mal kurz schlafen. So, einmal kurz das machen. Da müssen wir uns überlegen, irgendwie gibt es doch bestimmt so ein Fangnetz oder sowas. Das gab es doch über in diesen Spielen. So, wir können vielleicht was Neues anbauen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Weizen. Weizen. Hier haben wir Barley, hier haben wir Barley. Gurken, da, Gerste. Haferkörner, also. Hafer können wir auch mal anbauen. Teeblatt. Teeblattsamen. Kommen wir auch mal hier hin. Champignonsporen. Rote Beete wäre auch was, was wir machen können. Rote Beete. Und dann hatten wir noch Weißkohl. So, das hört sich doch alles sehr, sehr schön an. So. Da hatten wir Barley. Der Barley können wir mal in Barley. Nein, hä? Ich wollte den Barley anbauen. Was ist das denn? Also ich kann Barley nicht anbauen, sondern ich muss es zu Flair machen oder was? Da haben wir Gerste ganz viel. Wir sammeln mal kurz ein bisschen was von dem, was wir schon wieder hergestellt haben. Vieles von denen ist ja nicht unbedingt neu. Ah, eine Süßkartoffel hätten wir noch unten bauen gehabt. Ein paar Kartoffelchen, ein paar Paprikas. So, jetzt haben wir nicht langsam eine schöne Menge auch an Essenssachen schon, ne? Also wenn ich mir so anschaue, für 15 Gurken. Wir müssen es bloß eingesetzt kriegen. Und den Lauch, den müssen wir gleich wieder in einen Lauch sammeln noch, weil der Lauch ist das Einzige, was wir noch nicht so im Messer haben. Noch eine Zwiebel. Das ist doch schon. Hey! Nicht darauf. So. Alles wieder aufräumen. So. Schön. Nein, nicht den Schüssel. Haben wir nochmal ein paar Diamanten gefunden. So. 20 Stück ist doch schon mal etwas. Ah, genau. Wir wollten den Ofen befeuern mit dem Firewood. Und ja, sieht doch alles ganz gut aus. Wenn wir jetzt dann hier haben wir noch Hafer, Teeblätter, Champignons, rote Beete und Weißkohl. Ja, kann man machen, würde ich sagen, ne? Kann man hier auch ein bisschen abbauen. Vielleicht bin ich schon wieder was. Vielleicht wollen die sich auch schon wieder fortpflanzen, wer weiß. Das wäre doch schon mal etwas. Wo haben wir denn wieder die... Ich habe doch die Samurai zurückgepackt, oder? Ja, habe ich. Wo
weil wir lustig sind. Tralala. So. Nehmen wir noch ein paar Eierchen. So, perfekt. Weil aus Eiern machen wir auch Mayonnaise. Und mit Mayonnaise kann man ganz viel Essen machen. So. Ich würde sagen, wir probieren nochmal die blöden Viecher von da oben runter zu holen. Oder wir schauen mal, ob es so was wie ein Fangnetz gibt. Oder da ist eventuell jetzt gerade... bin ich auf die falsche Taste gekommen. Hups. Und dann habt ihr das ganze Spiel klein gemacht. Hoppala. Kann passieren. Fangnetz. Fang. Analoger Steuerbox. Nee. Frequenzmodul. Net. Vielleicht ist es auch unter Net. Schauen wir mal. Haben wir hier sowas in dem Spiel? Nee. Alter, die Viecher hier runter zu schleppen, wird ja ein Horror. Okay, aber einen Versuch gebe ich dem ganzen Zeug noch. Einen Versuch. Da ist schon wieder Eier. Ich glaube, unser Hund geht ja auch schon wieder voll ab. Auch eine Cherry Bomb, Alter. Die hier durchzukriegen, wird gleich die größte Qual überhaupt an den ganzen. Aber der Versuch nachher vielleicht so einen Bushmell herzustellen, wird vielleicht interessant. Ich glaube, es geht nicht so einfach, oder? Nee. Aber es muss ja einen Weg geben, wie du die Büsche zum Beispiel anbauen kannst, ne? Also rein theoretisch. Weil, wäre doch eigentlich super praktisch, wenn du dir so einen Bärenhaufen vor die Haustür stellen kannst. Immer wieder mal farmen, den ganzen Bärenbusch, den zuschneidest, so schön. Und ja, aber da müssen wir halt mal schauen. Alter, es gibt doch gar nicht, dass diese Viecher so weit weg wohnen. Wie weit bin ich denn mit denen gekommen? Ja, überhaupt nicht weit. Was soll denn das? Und wenn es ganz gut läuft, sind sie eh schon wieder abgehauen. Gehen wir zurück in deren Heimat. Ich darf das Ganze von vorne... Oh. Nicht drüber nachdenken. Ich will nicht das Ganze von vorne machen. Mann. Wo sind denn die Viecher? Das gibt's doch... Wo sind die? Da sind zwei Punkte. Die könnten es sein. Wo sind die Balls hin? Wo sind meine Freunde hin? Also ich habe sie da lang gejagt und da müsste eigentlich einer stehen. Da ist einer! Aua! Aua! Hi, guck mal, ich habe Weed. Komm. Ja, komm! Also musst du dich schon bewegen, jetzt komm! Wird gucken, kann ich auch. Beweg dich, komm. Beweg dich. Hopp. Okay, wo habe ich deinen Kollegen gestern gelassen? Der war um einiges zugänglicher. Wo ist der? Da ist er. Komm, guck mal. Hab was für dich. Schön viel Weizen. Warum verliert ihr zwischendurch immer wieder die Geduld? Komm. Nicht zurück. Nein! Komm jetzt! Alter, diese Viecher gehen mir voll auf den Sack. Jetzt
Komm, wir gehen. Wir gehen. Hopp. Wir gehen jetzt. Beweg dich. Ja, ich hab kapiert, du bist eine Kuh. Folg mir jetzt. Was machst du auf dem Baum? Komm da runter. Es wird schon wieder eine Nacht, jetzt komm da runter. Jetzt komm. Okay, Leute, ich würde sagen, ich probiere das später nochmal. Ich tue mich jetzt hier eingraben über die Nacht. Mir einen kleinen Unterschlupf bauen. Damit ich die Nacht in Ruhe überstehe. Werde mir überlegen, wie ich die rüberkriege und werde es dann machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!